So, willkommen zu einem neuen TechView Vlog. Und das ist ein kleiner Vlog, um auszuprobieren, wie gut die X-T100 fokussieren kann und den Fokus auch halten kann. Und dazu habe ich die X-T100 hier aufgestellt und ich schaue da quasi direkt rein und ich sehe, dass es eine grüne Box um mein Gesicht hat. Das heißt, es sollte mich auch scharf stellen und ich höre den Autofokus auch auf dem Objektiv laufen, weil hier ist das... Was ist das 27mm Objektiv von Fujifilm drauf, 2,8er Blende. Das ist natürlich nicht so das Beste fürs Video, da gibt es glaube ich das 1855er, 1835er und ja selbst glaube ich das 35er F2 ist es ja, ist da glaube ich ein besseres Objektiv, wenn es um Video-Autofokus geht, weil man es dann selber nicht hört so sehr, dass es fokussiert. Und das andere ist natürlich ganz einfach auch, dass man eben auch vom Fokusgefühl her das Ganze viel weicher funktioniert und besser funktioniert als hier eben mit dem 27er F2.8. Ja, ich hoffe natürlich, jetzt habe ich das 35er auch drauf. Das sieht man eventuell auch. Hier ist das 35er drauf und ich hoffe, dass das Ganze scharf stellt. Das soll so eine kleine Demo sein von der Fujifilm X-T100 und dem Firmware-Update 2.0 und wie es mit dem Autofokus aussieht. Könnt ihr damit auch richtig vloggen oder geht das nicht so sehr? Ganz einfach aus dem Grund, dass natürlich viele der Tests, die ich gesehen habe zu dieser Kamera, ein bisschen was alt waren und immer noch die Version 1.0 oder sogar, ja, also sogar 1.0 und nicht 1.1, die ja auch schon mal Verbesserung mitgebracht hat. Und dann 1.2, glaube ich, gab es als Versionsnummer auch noch. Sondern tatsächlich die Version 1 halt eben getestet haben, dieser Firmware. Und dann eher gesagt haben, es ist nichts fürs Vloggen, weil halt eben der Fokus andauernd verloren geht. Ich denke, das hat sich mit Version 2 deutlich gebessert und das werden wir jetzt in diesem Video natürlich dann auch sehen, wie gut dieser Fokus dann funktioniert. Kann er mit der X-T20 mithalten? Das ist natürlich eine interessante Geschichte. Das hier ist die X-T20. Ich kann auch relativ nah rangehen, was ich an diesem Objektiv, dem 27er, ziemlich gut finde. Deshalb habe ich das auch drauf, weil es halt die optimale Weite hat. Hier vor mir steht der Tisch quasi, wo ich das Ganze aufzeichne. Und ja, ansonsten müsste ich weiter weggehen. Bei dem 35er muss ich weiter weggehen. Und dann kann ich nur so irgendwie hochhalten, damit irgendwie was scharf gestellt wird. Also mir fehlt noch die optimale Videolänge, glaube ich. Ich glaube, das 16er 2,8er, das wäre vielleicht so etwas für mich, aber... das kostet auch wieder Geld. Ist nicht so viel wie das 16.1.4er, was natürlich in die Tausender geht, aber trotzdem. Naja, genug dazu, Gelaber über Objektive und Fujifilm-Gedönse. Könnt ihr mir natürlich eure Meinung auch mal drunter schreiben. Falls ihr das 2,8er 16mm schon getestet habt, ist es gut oder ist es nicht so gut? Würde mich mal sehr stark interessieren. Ja, der Grund, weshalb ich hier das Video aufzeichne, zum einen natürlich Fokustest, zum anderen natürlich, um euch auch noch was zu zeigen. Dazu schalte ich meine Fujifilm X-T20 mal ein und ich wollte euch nämlich dort einiges zeigen. Zum einen das Quick-Menü, ich gehe mal in den Fotomodus rein, um euch mal zu zeigen, was ich so alles eingestellt habe, zum Beispiel in Sachen Quick-Menü. Und hier sehen wir dann jetzt hier das Quick-Menü und ich denke mal, jetzt ist es auch scharf gestellt, ihr seht jetzt C1. Und das sind so meine Einstellungen. Ich habe die Rauschreduktion stark drin, minus 3 glaube ich ist es hier eingestellt. Und als Filmsimulation habe ich Standard, also Provia mit drin. Und wir gehen mal durch die weiteren Quick-Menüs. Ich muss jetzt selber mal gucken, was habe ich da. Das ist C1, gehen wir mal auf C2. C2, da habe ich dann auf C2 habe ich Velvia gelegt, auch mit der Rauschreduktion, wie ihr sehen könnt. Nach unten gedreht, die Rauschreduktion. Das heißt, ich mag das dann doch, wenn man ein bisschen was mehr Detail erkennen kann im Video oder im Film vor allen Dingen erkennen kann, auch auf dem Bild erkennen kann. Auch wenn es ein bisschen was grainy wird, auch wenn da so ein bisschen das rauscht halt eben. Aber das gibt so ein bisschen Filmlook und das finde ich schon gut. Deshalb, gerade in dunklen Situationen ist diese Noise Reduction ein bisschen was zu stark. Ja, dann im Grunde genommen die gleiche Einstellung für C3, da ist jetzt nur, was ist das hier für eine Filmsimulation? Soft, glaube ich, das heißt Astia, ja, habe ich hier drin. Und dann habe ich noch,
glaube, das war's, oder? Ich habe da noch C4 mit Classic Chrome und Noise Reduction minus 4. Das ist klassisches Street Photography, also Straßenfotografie. Und dann Negative High, Negative Normal, Acros mit minus 4 als Noise Reduction auf C7. Muss ganz ehrlich sagen, das müsste ich häufiger schießen, weil das habe ich bisher noch nicht geschossen. Das sind so Sachen, die ich halt mache. Ansonsten habe ich meistens die Face Detection off, das werdet ihr auch sehen in den Profilen. Da unten müsste das versteckt sein, Face Detection off. Es macht Sinn bei Geburtstagsfeiern, an Weihnachten, zu Ostern die Face Detection anzumachen, weil man dann doch gerade bei schnelleren Situationen eher dazu neigt zu hoffen, ja, dass die Kamera das auch irgendwie aufnimmt. Aber in Wirklichkeit ist es dann meistens so, dass man vielleicht daneben fokussiert. Ist natürlich cool, bei der XT20 habe ich einen Touchscreen, das heißt, ich kann drauf tippen. Ups. Ach, nett. Ich merke gerade, dass die XT20 mit dem Firmware-Update jetzt auch die Möglichkeit hat, wenn ich hier drauf tippe, Sachen zu verstellen mit dem Touchscreen. Das ist interessant, das habe ich vorher gar nicht gemerkt. Das war vorher auch gar nicht möglich. Also das neue Firmware-Update der XT20 ist auch geil. Also Fujifilm, ihr übertrefft euch selber. Man kann also drauf tippen und dann Änderungen durchführen, wie bei der XE3. Aber bei der XT100 geht es leider nicht, auch mit der neuesten Firmware nicht. Fujifilm, da müsst ihr noch was verbessern, was das angeht. Jetzt bin ich überrascht. Nun ja, das dazu. Gehen wir mal ins normale Menü. Und da, ja, was kann man da zeigen? Kann man zeigen, es gibt immer wieder Leute, die sich beschweren, dass man da relativ schwer durchkommen kann und ohne Joystick und so weiter. Das stimmt nicht. Hier kann man am Drehrädchen rumdrehen, am hinteren, dann seht ihr, gehe ich hier Stückchen für Stückchen. Wenn ich am vorderen rumdrehe, gehe ich seitenweise, wie ihr seht. Ich kann dann direkt hier seitenweise durch die Menüs gehen und das geht dann relativ schnell. Also vorderes Rädchen, Seite, hinteres Rädchen durch die einzelnen Menüs. Das ist sicherlich ein sehr geniales Feature. Kann ich nur empfehlen für die Leute, die schnell mal zum Beispiel in die Videoeinstellungen müssen. Das muss ich bei der Kamera, bei der XT100 auf jeden Fall, manchmal, um das ISO einzustellen, weil anders als bei der XT20, wo ich einen dedizierten Videomodus habe, hier oben quasi auf dem Drive-Menü, wo ich da einen Videomodus habe und mir dann die ISO hier einstellen kann, habe ich das bei der XT100 leider nicht. Da kann ich einen festen ISO-Wert eingeben oder den Automodus benutzen. Bei der 1er Firma war das mit dem Automodus der ISO, das war nicht so genial, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil das hat dann dazu geführt, dass er manchmal so Sprünge gehabt hat in der Helligkeit und das hat mich genervt. Gerade wenn die Sonne hier so von der Seite reinscheint oder mein Gesicht irgendwie im Schatten ist oder so, kamen dann so Sprünge rein. Das war natürlich nicht so schön. Deshalb habe ich das, glaube ich, umgestellt mittlerweile auf eine feste ISO-Geschichte. Hier kann ich aber auch bei der XT20 natürlich im Video die Filmeinstellungen einstellen. Das wird bei der XT30 und bei der XT2 und der XT3 genauso sein. Da gibt es also die Videoeinstellungen und da habe ich halt verschiedene Möglichkeiten, hier zum Beispiel das Videoformat zu wählen. Und standardmäßig ist jetzt das hier eingestellt, also 24p. Einmal zum einen cinemastischer Look, das heißt, ich habe da so ein bisschen so Kinolook und viel. Zum anderen natürlich aber auch ganz einfach aus dem praktischen Grund, es kommen kleinere Dateien raus als bei 25p oder bei 50p oder bei 4K sowieso. Das heißt, was habe ich eingestellt im Videomodus? Im Videomodus sind eingestellt 1080 24 Bilder pro Sekunde. Dann gibt es den Video-AF-Modus, den man einstellen kann. Ich habe mir bei der XT20 Vario-AF eingestellt. Ich weiß, dass man das umstellen kann und dass standardmäßig das andere, was wie dieses Mehrfeld eingestellt ist, also Area, das habe ich auch bei der XT100 gerade eingestellt, dieses Area. Aber ich habe hier bei der XT20 den Eindruck gehabt, dass dieses Vario-AF besser funktioniert hat. Bisher. Ihr könnt das natürlich bei einem der letzten Videos, wo ich über die XT100 gesprochen habe, nochmal anschauen. Da ist ja dieser Vario-AF dann im Einsatz zu sehen. Ansonsten war es das im Grunde genommen. Mikrofon ist natürlich eingestellt und wenn ich das Mikrofon drin habe, habe ich hier als Lautstärke eingestellt 4. Und als Mikrofon habe ich entweder ein Lavalier-Mikrofon um oder so wie jetzt nehme ich das Ganze auf mit dem Rode Video Micro.
Also einem sehr kleinen Mikro mit einer Deadcat oben drauf, also so einem kleinen Polster gegen Poplaute und gegen Wind vor allen Dingen. Ja, das sind so die Einstellungsmöglichkeiten. Worauf man bei der XT20 besonders drauf achten muss, ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Ist ein bisschen dunkel, vielleicht halte ich es hier ins Licht. Hier, dieser elektronische Viewfinder, der hat hier einen Sensor. Und dieser Sensor ist ziemlich empfindlich. Beziehungsweise der ist einfach schlecht positioniert. Der sollte vielleicht hier oben positioniert sein. Jetzt habe ich ein Foto aufgenommen, auch ziemlich gut. Mach mal die Kamera aus. So. Also, hier, dieser Sensor ist ziemlich empfindlich. Der, sobald ich hier den Klappmonitor runtergeklappt habe und der so ist und ich versuche hier irgendwas zu bedienen, kann schon sein, dass wenn mein Finger hier in der Nähe des Sensors kommt, dass er schon in den Augenmodus umschaltet. Deshalb wichtige Sache, auch wenn ihr das irgendwo stehen habt und wollt dann da den Klappmonitor meistens so haben, natürlich, damit ihr was sehen könnt oder was einstellen könnt oder habt den irgendwie so gebogen oder keine Ahnung wie, schaltet hier mit Hilfe dieses Knopfes auf nur LCD um, anstatt eben EWF. Und das ist, glaube ich, so das, was ich empfehlen würde. Ansonsten, was kann man noch machen mit diesem Button, diesem View-Modus-Button oder wie heißt der? View-Mode-Button. Man kann, so sieht man vielleicht besser mit dem View-Mode-Button, mit diesem View-Mode-Button kann man auch, wenn man Fotos schießen möchte, natürlich das Ganze so einstellen, dass der Touchscreen LCD ausgeschaltet ist und eben der elektronische Viewfinder ausgeschaltet sind. Und erst wenn ich mit meinem Auge dran gehe, also dieser Sensor dann erkennt, dass ich dran gehe, dann schaltet er diesen EWF ein. Das ist eine super geniale Sache für alle die Leute, die sich gerade von der DSLR umgewöhnen wollen und trotzdem irgendwie mit einer Akkuladung auskommen wollen um den Tag rum. Könnt das Teil dann anlassen, weil eben die Bildschirme, egal welcher, der kleine oder der große, das sind so die Hauptverbraucher auf so einem Gerät. Und wenn ihr das Teil, wenn ihr es gewohnt seid, wie von eurer DSLR, ich habe das damals bei einer Nikon genauso gemacht, das Teil einfach angelassen zu haben und dann einfach, wenn ich was sehe, drauf losknipsen, da ist der Akku relativ schnell leer. Mittlerweile habe ich mich umgewöhnt, hier tatsächlich das Teil ein Foto geschossen, gibt es nichts Interessantes zu sehen, ausmachen. Das ist bei diesen Fujifilm-Kameras auch, bei der XT20 vor allen Dingen, aber auch bei meiner X70 relativ gut gewesen bisher, weil ich ganz einfach sagen kann, okay, wenn ich dann was Interessantes wieder sehe, schalte ich wieder an und die Kamera ist sofort da, ich kann sofort ein Foto machen. Es hat ein bisschen gedauert, aber, weil die Kappe, die schwarze drauf ist, aber und der im Fokusmodus war. Aber ansonsten kann ich da auch relativ gut und schnell dann Fotos schießen. Das ist also eine tolle Geschichte. Und bei der XT100, die mich jetzt filmt, ist das leider nicht so. Wenn ich da anmache, kann ich so 21, 22, 23, 24, 25, also 5, 6 Sekunden warten manchmal, bis der Bildschirm angeht. Und ich weiß nicht warum, auch mit der neuen Firmware. Vielleicht müsste das mit der neuen Firmware noch ein bisschen mehr testen. Woran? Vielleicht war das nur mit der alten Firmware, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber man muss ein bisschen länger warten, das ist auf jeden Fall klar, als bei der XT20. Bin mal gespannt, würde mich auch interessieren, wenn ihr eine XT3 habt oder eine XT30 und so einen Vergleichwert habt, vielleicht auch zur XT20 oder X70 oder was auch immer. Würde mich mal interessieren, ist es schneller geworden, noch schneller geworden? Kann man das überhaupt noch schneller machen oder wie ist es denn dort mit den verschiedenen Geschichten? Ja, ansonsten war es das im Grunde genommen auch schon für diesen kleinen Vlog und diesen kleinen Test. Und ja, ihr könnt natürlich fleißig kommentieren unten, Kommentare reinschreiben, liken, abonnieren und bis zum nächsten Mal. Ciao!